Leute, willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars mit mir und Flori. Und heute nochmal ohne Facecam, weil ich gerade einfach keinen Bock auf Facecam hatte. Und guck mal Leute, diesmal kann ich euch das Secret wirklich zeigen. Wenn man hier das Bild abbaut, dann kommt man nicht rein. In Snocks geheimes Bett. Das ist doch toll, oder? Oh fuck, ich hätte das Bild nicht abbauen sollen. Ich hätte einfach durchgehen sollen, dann hätten wir hinten beide alleine sein können, Flo. Oh, Mann. Egal, ich spamme einfach die Tür zu. Nein, das ist zu nervig. Dünn. Tja, was ein Pen. So, du hast noch keinen Rekord. Flo, ich würde sagen, wir stellen jetzt mal einen guten Rekord auf, ne? Oh, das ist eine neue Map. Ja, das habe ich auch gemerkt, aber... Alter, mit der Map komme ich... Ach, da ist die Mitte, okay. Hier oben gibt's Eisen. Flo, guck mal, ich baue mich... Oh, fuck, wir müssen eine Treppe bauen. Bau mal eine Treppe am besten. Ja. Alter, die Map, die macht mich fertig. Okay. Fuck, ich habe keine Blöcke mehr. Okay, ich brauche neue. Mach mal weiter da. Ja, ja, okay. Diesmal haben wir eine Teamkameradin. Oder einer mit einem Ding. Ja, so wie dein Kollege. Oh, Flo, guck mal, ich bin über dir. Das ist hier. Nein, da ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Boah, Flo, wir sind die Ersten in der Mitte, wenn du dich beeilst. Oh, fuck. Keine Blöcke mehr. Ich hätte auch welche holen können. Oh, nein. Wieso hast du das denn nicht? Das habe ich nicht gemacht. Ja, das habe ich verpennt. Ich werfe mein eines Eisen hier drüber. Ich bin hilflos verloren. Ich muss sterben gehen. Wieso? Ich komme nicht mehr... Ah doch, wohl komme ich zurück. Ey, bin ich behindert im Kopf? Du kannst mir schon mal dein Eisen... Nein, da sind schon einige. Das ja, das macht ja nichts. Wir haben hier das Eisen, habe ich. Ja, jetzt ist zu spät, ne? Leg das hier zur zweiten Insel bei dem Eisensporn. Okay, da kann ich auch mal eine Kiste hin... Ne, eine Kiste bringt ist eigentlich herzlich wenig. Eine Enderkiste wäre da geil, natürlich. Sehr schön, Flo, du reißt das da, ne? Du bist ja so ein Reißer. Ja, nee, du bist ja auch so ein Reißer. Du snackst ja einfach das Gold. Da kommt auch schon unsere Teamkameradin. Ach, unser Bett ist da oben. Wir sollten vielleicht mal unser Bett einbauen. Wer macht's? Nee, kann ich machen. Ich mach's schon. Ich spiel wieder Goldtransport Kopf. Es muss ja erstmal nicht so perfekt gesichert sein. Hauptsache ist es so, dass man es innerhalb... Alter, ich bin zu dumm, um mir Essen zu kaufen. Ich kaufe mir andauernd gar nichts. So, die Frage ist, wie kommt man... Die Frage ist, wie kommt man überhaupt zu dem Bett hin? Das ist da oben drauf. Man muss sich anscheinend hochbauen. Geil. Auf jeden Fall. Ah ne, hier geht's hoch. Okay. Ohne Witz, die Map finde ich mega geil. Das ist hier oben drauf. Oben. Ich brauche mehr Enzen. Hier. Flo, hier rein und dann die Leiter hoch. Ach, hier. Genau. Ah, hier könnten wir das dann auch bauen. Werde ich. Aber man kann sich auch einfach schnell hochbauen. Das werden die meisten machen auf dieser Map. Was ich mal versuche jetzt, ist welche zu rushen, wenn ich das Bett zugebaut habe. Ja. Einfach mit einer Spitzhacke. So. Wenn ihr wollt, was ja auch gut ankommt, sind solche Bad Wars Challenges. Challenges. Könnt ihr uns ja auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, dass wir sowas machen sollen. Ne, Flo? Ne, Flo? Aber unsere Kollegin hier ist eine gute Teamplayerin. Die macht auf jeden Fall viel fürs Gemeinwohl. Ja. Wir können ja auch mal solche Bad Wars Challenges machen, habe ich gesagt. Wenn die uns welche in die Kommentare schreiben. Hätte ich... Also, vielleicht könnten wir das so als, ich sag mal, kleines... Oh, die hat schön Rüstung bekommen. Ja, Flo, hier liegt auch wieder Eisen. Als, kleines Infovideo, so kannst du das ja auch nennen. Ja, ja. Oh, wir sind in der Mitte, Flo, wir sind in der Mitte. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir dieses Eisen... Ich hab zwei Gold. Nice. Flo, hier, bring sie zurück. Hier, mach Goldtransport. Ja. Schnell. Hier. Beeil dich, Flo. Renn. Wie ihr vielleicht wisst, jetzt rede ich. Scheiß auf andere. haben wir dieses kleine YouTuber veranstaltet. Ja, ich habe vier Gold, Flo. Ich komme. Komm zurück. So, jetzt lass mich mal auswählen. Also wir haben dieses YouTuber-Battle gemacht. Und, wo war ich stehen geblieben? Oh, da kommt einer full equipped. Torben got the bow. Und, wie ihr vielleicht wisst, jeder aufnehmen, wir beide auch. Aber, ach so, genau. Wir werden nur... Toms. Kamikaze! Yay!
Ja, es hat geklappt. Was? Ich hab gar nicht. Ich bin einfach in den Abgrund gesprungen und hab noch einen voll equipped runtergeschlagen. Das ist natürlich nice. So, ich bin gut equipped, ich pass auf unsere Base auf. Ja, du kannst auch mal, warte, ich schreib mal mit der Jane hier. JB, willst du mal versuchen zu rushen? Hast du schon geschrieben, dass er im Video ist? Außerdem bist du, ich kann nicht schreiben, bist du bei uns im Video, Herzchen. Ja, genau. Also mein Video wird auf dem Kanal nicht zu finden sein, weil es aus privaten Gründen nicht hochgeladen wird. Aus privaten Gründen? Nein. weil einfach die, weil mein Mikro da irgendwie geknatscht hat. Das lag an den TS-Einstellungen, entweder von mir oder von Flo. Das werden wir noch raus. Das, genau, ja, also von dem TS-Server. Das werden wir auf jeden Fall. Ja, ja, ich sehe es. Ich habe den schon im Visier. Die Jane läuft da gerade. Hä, warum? Ich treffe ihn doch ein... Lol, jetzt sehe ich erstmal meine Pfeile dann, okay. Der baut ab, ne? Das hat's gebracht, dass er das abgebaut hat. Ja, ich hab den getötet. Echt gemacht. So, Ja, und Toms Mikro hat halt knarrt, geknirscht, getrauscht. Gewasche auch immer. Das weiß ich. Und nochmal 8 Gold. Und, das ist geil, dann bring das zurück. Ich geb dir mal Deckung. Das ist einfach so genervt, da haben wir einfach beschlossen, ja, laden wir das mal nicht hoch. Genau so ist es. Ihr könnt euch uns das verzeihen, vielleicht habt ihr Träumensrunde schon gesehen. Genau, und wenn... Also, es gibt Gründe, die wir hier nicht verraten werden in diesem Video, warum das eh nicht so super schlimm war, weil das Battle hatte kein schönes Ende. Genau. Nein! Mich hat... Oh! Mich hat einer von der Seite runtergeschlagen, aber wir haben ja genug Gold. Schnell, pass auf, da kommt einer zur Baseflucht. Jojo. Boah, der hat mich richtig genatzt, ey. So genatzt wurde ich in meinem Leben noch nicht. Der schlägt mich fast runter, der Wink. Hat der? Ich klopf dich mit einem Eisen kaputt. Warte, ich helf dir. Wenn ich den treffen würde, ja, okay. Das war ich. Ich hab mit einem Halbleben überlebt. Ich dachte, ich hätte den getötet. Ja, siehst du, ich hab dich gerettet, Alter. So, Entschuldigung, falls jetzt irgendjemand denkt, ich rüste mich hier gerade gut aus, aber ich habe jetzt gerade den besten Bogen und ich finde, der beste Bogen muss auch am besten geschützt werden. Ja, auf jeden Fall. Deswegen... Tu das, wir können Goldtransport immer nur gebrauchen. Gut gebrauchen, meine ich. Ja, der hat mich so, Essen. Ja, Flo, soll ich mit dir mal die Mitte clearen? Dann kann ich da mit dem Bogen ein bisschen... Keine Ahnung, von mir aus soll ich, glaube ich, gerade überhaupt... Ja, wenn da keiner ist, ist das natürlich praktisch. Ich hab noch mal 4 Gold. Ach, da kommt wieder dieser Grüne, der mich eben runtergeschlagen hat, dieser Penner. Der ist ja, aber jetzt down. Der Georg, der rennt da die ganze Zeit. Ja, den habe ich aber jetzt runtergeschlagen. Und, fuck, da ist schon wieder einer. Aber ich habe da ein Schwert, warum schlage ich ihn mit meiner Hand? Ich verstehe es nicht. Und ja. So, jetzt. Also mit dem Info war es das, glaube ich. Ja, genau. Deswegen spielen wir jetzt einfach weiter die Runde. Schon mal weitere Stops, so, Flo, du kannst... ja, können wir gleich machen. Erstmal ein bisschen, damit die das Video angucken. erstmal ein bisschen... Also so wie es einfach mit unserem Kanal ein bisschen weitergeht. So, Flo, hier, willst du Goldtransport machen? Hier, Goldtransport. Ach, danke. Spawn hier noch was schnell. Nein, das ist gerade erst gespawnt, glaube ich. Ach so. Boah, der... Wow, ja, jetzt ist er down mit seinem Bogen, ne? Oh. Ah, es ist was gespawnt, by the way. Hier. LOL. Ach, nee, die Janie ist ja bei uns. Okay. Ja. Ich dachte gerade hinter meinem Rücken hätte sich gerade eiskalt jemand was gesnackt. Okay, blaue Sachen sind halt schon ziemlich kaputt jetzt, weil ich einen mit Bogen und vollem Equip getötet habe. Leider hat da noch jemand einen Bogen. Ja, der Grüne hat der... Flo, pass auf, du stehst hier so am Rande. Ja, es ist neues Gold. Hier. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Du kannst dich jetzt auch langsam voll equippen. Ja, wenn die Jane mein Gold benutzt hat, kann ich 13 Gold den Bogen kaufen, aber ich... Ja, der nächste blaue mit Bogen ist runter. Okay, Flo, wir haben alle Freiheiten der Welt hier. Ja, das ist ja nice. Ja, du kannst dich jetzt voll equippen. Also, wir können dann schon langsam... Ja, warte, equipp dich erst voll.
Ja, und danach beginnen wir mit ein paar Infos. Und der grüne voll equipped ist down und das nächste Gold ist gespawnt. Also, als erstes wollte ich mich auch nochmal bedanken für Bed Wars Part 2. Ja, echt? Das also, es ist echt nice. Fuck! Mich hat einer runtergeschlagen! Oh, du musst doch aufpassen. Die Janie war doch eigentlich da, was macht die denn immer? Also nicht, die ist bei uns. Die war gerade noch da, verdammt. Alter! Ist das irgendwie minimal lauter geworden? Ja, anscheinend schon. Weißt du, und das hat sich dann so nach... Pass auf, da kommt einer, da kommt einer! Mach ihn down. Okay, Alter, meine Bogenskills, ey. So, ich mach jetzt mal wieder Goldtransport, Kopf ab LP. Was ist mit meinen Bogenskills los? Ich gewinn doch sonst immer Bad Wars. Ja, Flo, dann machen wir jetzt mal hier, Geldtransport meiner Seite. Oh, neues Gold gespawnt, jawohl. Aber ich spare es auf den linken Bogen, ne? Ist das eigentlich gut so gebaut? Ja, einigermaßen. Also man braucht nicht mehr machen. Flo, jetzt kannst du mal wieder die Mitte halten hier mit dem Bogen. Ja, ich habe aber kein Schwert. Ja. Mir mal das 5er Gold kaufen. Okay, mach ich. Dann habe ich zwar noch keinen Bogen, aber... Ne, ich kaufe dir erstmal ein Silber, okay? Ja, von mir aus auch. Gut. Hauptsache ich hab ein Schwert. 2, 3. Ja, wenn wir beide 2 Silberschwert haben, dann müssen wir Gold gespawnt. Ja gut, das nehme ich gleich mit. 7. Okay, jetzt haben wir hier beide unsere Schwertis. 4. Dann heißt, ich brauche noch einmal müssen wir noch Gold spawnen, abwarten, dann kann ich mir auch wieder den besten Bogen gönnen. Okay. Janie läuft mit. Einmal gucken, es baut sich keiner zu uns. Richtig, das heißt, wir haben alle Freiheiten. Oh, nice, okay, ja, dann habe ich jetzt den besten Bogen. Flo, ja. Übergibst du mir das? Hier ist das Schwert. Ach, du bist hinter dir. Ja. Das Schwert hast du jetzt im Inventar. Dankeschön. Ah, ich werd geschlagen. Ey, die Janie ist einfach da durchgelaufen. Jetzt fehlen mir 2. Och, da, guck mal, der Grüne kommt wieder. Lol, den wollte ich doch. Also echt. Da, der Rote kommt. Und tschüss. Und jetzt habe ich den. Jetzt gönne ich mir eben. Ja, jetzt halt weiter. Lass dich nicht runterschlagen, so wie ich. Gleich sind wir zu zweit, Flo. Dann können wir beide Seiten decken. Ja, komm mal, am besten soll ich noch mal hier diese Wand weg. Ja, Leute, die Runde gehört schon wieder uns, das merkt man schon. Blau ist schon. Ja, zu unserer Base. Zu unserer Base. Aber dem habe ich gleich mal gesagt, dass wir das bemerken. Ach, der Georg. Dem hast du gleich mal gesagt, ne? So nicht hier, bei uns. Also bei uns nicht so. So läuft das hier schon mal gar nicht. Okay, ich komme wieder zurück. Back to the walk. Ja, ich habe einen voll den Kurs runtergeschossen. Flo, das habe ich gerade 2-3 Mal gemacht. Ja, aber das war... Nein, ist ja auch kein Ding. Ja, noch ein von grün, volle Krippen. Nice, so, jetzt bin ich auch wieder da. Oh, rot schießt. Okay, rot. Okay, ja, die wollen Stress. Achtung von rot. Ja, ich sehe es. Oh, schöner Schuss. Ich habe auch schon wieder viel Gold hier. Ah, was war das Blaue? Ja, das sind die Leuchtfeuer, wenn jemand aus dem Team stirbt. Das ist auch neu. Ah, okay. Das finde ich auch ziemlich nervig. Teamfarben sind etwas versaut. Tom? Ja? Voll schlecht. Mal hier, diese blauen Dinger. Ach so. Die waren doch gerade andersrum. Oder bin ich voll verblödet? Ja, definitiv. Guck mal, der Grüne kommt schon wieder. Was will der denn? Also bitte, wenn dann equip dich wenigstens mit so einem Rückstoß schlag, damit du uns auch runterschlagen kannst. Ich habe auch nochmal 5. Warte, gib mal das Gold, Ach nee, das ist die. Lol. Ja, warte, die Janie B, hier. Oh, der ist da. Hier. Gib mal der Janie wieder ein ganzes Gold, genau. Nimm. Gut. Ah, da ist mein Support. Die aber auch, glaube ich. Ja, holst du auch 2 Ender Chests? Das wäre zumindest eine ziemlich praktisch. Bei uns planten und eine hier. Den Regen. Oh, da kommt einer von hinten, Flo!
Oh. Danke für den Hinweis. Kann ich mich Okay, 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 okay. Alles gut. Wenn wir die beiden Seiten... Versucht der denn immer? Ja, ich weiß nicht. Da kommt mal der Grüne da oben, Flo. Und zack! Oh, schade. Lol, wen habe ich denn getroffen? Ach komm. Hä? Ich habe irgendjemanden getroffen, Flo. Ich weiß nicht wen. Ah, die hat die Enderchests, glaube ich, da geplantet. Sehr gut. Probiert der Rote denn da? Hat der keine Hobbys oder was? Wo ist die Jane? Ach, die rennt zurück zur Base. Okay, die ist auf jeden Fall eine gute Mitspielerin. Ja, hat aber schon schlechtere auf jeden Fall. Ja, also mit der macht es auf jeden Fall gerade ziemlich Spaß, weil die, ja, die ist auch nicht so, dass die sich alleine equipt. Die kauft fürs Team, die opfert sich. Ja. Das finde ich auf jeden Fall gut. So, damit ist der nächste Grüne voll equipped schon mal down live. Ja, und die Runde ist auch schön chillig. Genau das wollte ich jetzt haben. Genau. Okay, sehr gut. Genau, für die 200 Likes, 203 Likes hat es. Ja, 8000 Aufrufe, aber noch wichtiger sind die zwei. Nice! Oh, Jane, du bist die Beste, ohne Witz, ich küsse dich. Noch wichtiger sind für mich ehrlich die 203 Likes. Ja. Weil 203 Likes, Leute, das ist so krass. Ja, vor allem und aber auch wie viele das aufgerufen haben. Ich denke mal, da sind auch ganz, ganz viele Abonnenten dabei. Und ja, besonders an euch will ich mich da natürlich bedanken. Ja, natürlich. Die uns dafür nicht abonniert haben, nicht. Nein, Spaß. Doch, sicher. Ihr gehört alle zur Community. Ja, wie Camper, das ist halt das Bad Wars-System, ihr Penner, ey. Die schreiben schon wieder Camper, das ist das... Na, boah, da hat einer Bogen, Flo, pass auf. Ich weiß nicht wer. Ich glaube der Rote da unten. Ach so, ja, der hat einen Bogen. Ja, der hat mich gerade abgeschossen, das war ziemlich knapp. Ja, aber der hat mich gerade abgeschossen. Hä, der... Ich habe ihn getroffen. Okay. Das ist halt das System von Bad Wars, da muss keiner Camper schreiben. Ja. Wenn man die Mitte hat, dann sollte man die auch halten. Und das ist so eine Taktik von Bad Wars und... Da braucht auch keiner irgendwie, Camper, ihr seid voll low. Ihr würdet genau das gleiche machen, Freunde. Nur, wer so blöd ist und am Anfang nur immer in die Mitte rennt und wieder raus. Genau. Wir haben am Anfang auch gemacht, aber dann haben wir dafür gesorgt, dass wir die Mitte... Richtig, indem einer einen Bogen hat und die ganze Zeit die anderen runterschießt. Ja. So. Muss mal auf. Boah, der Rote. Pass auf, Flo, nicht dahin so stellen. Der nervt mich. Komm, lass mal hier eine Mauer bauen. Ich habe ihn getroffen sogar. Nein, nein, warte, sonst sehen wir... Ach so, ach nee, der rennt auf dem Eis. Ach ja, ich habe ja gleich eine Facecam. Ich kann mich auch ein bisschen krummer hinsetzen, weil sonst sieht man mich halt so schlecht in der Face. Oh, das fühlt gut. Ja, die Jane rüstet dich aus. Alter, die hat da... Ach nee, die hat da ihr schönes Equip reingelegt. Ja. Weil ich denke, die geht wieder rushen, zumindest fast. Da ist einer! Wo kam der denn her? Der ist von Rot. Ja, aber wo kam der her? Ich habe ihn auf einmal nur gesehen, als er hier stand. Der ist ja wahrscheinlich... Ach, der hat wahrscheinlich... Nein, der hat wahrscheinlich vor der Treppe gesneakt und ist dann schnell hier drüber. Hier drauf ist der gesprungen. Ja, ja, genau. Ja, ja, aber der hat halt vorher schon gesneakt an der Treppe. Pass auf, Rot schießt wieder. Ja, nur damit, weil die können dich halt... So, getroffen. Läuft, die 444 Gold. Jojojojo, Digga, was ist los? Das ja, genau, wir wollten ja auch noch so ein bisschen Info-Video machen, sage ich jetzt mal. Und zwar, Tom, willst du beginnen? Ja, genau, dann beginne ich mal. Einfach vom Aktuellen her oder alles? Ja, keine Ahnung, so ein paar Infos. Ja, also, wie ihr bereits wisst, planen wir, Flo und ich, in letzter Zeit extrem viel. Einfach damit ihr regelmäßig gute Unterhaltung bekommt. Und, stopp mal, vor allem müssen wir planen, weil es könnte sein, wie ihr wisst, so wie es in Amerika, vom Austausch halt her, und er hat halt die Chance, nächstes Jahr ein halbes Jahr dazu verbringen. Und dann ist er halt nicht mehr bei uns. Genau, also für ein halbes Jahr natürlich, danach... Projekte auch, um euch natürlich bestmöglichst mit vielen Videos zu unterhalten. Ja, und
gut zu unterhalten. Das steht alles noch nicht fest, Leute. Das sind nur, die Projekte werden sowieso stattfinden. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil die werden mega geil. Weil wir planen die alle selber und wir legen Wert darauf, dass die richtig gut durchgeplant sind. Genau, wir haben da so eine kleine Community, haben auch heute schon eine Umfrage bei uns. Genau. Und, wie das Projekt ablaufen soll. Ja, und Leute, was nochmal wichtig ist, ist ihr... Ah ne, ist nicht wichtig, aber... dieses X-Battle, was wir gemacht haben, wovon ja jetzt auch schon mehrere Folgen draußen sein müssten, wenn das Video hier online kommt, das war auch mit dieser Community. Genau. Das sind ungefähr 40 Leute. Dieses erste Projekt, was wir jetzt machen werden, das wird nicht mit allen 40 sein, sondern mit zum Beispiel 20 oder so. Das wird ein Bauprojekt. Was genau, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall mit Städten und so, so ähnlich wie das Hero-Prinzip. Ja, im Groben, aber halt ohne Modpack, einfach in der Vanilla. Also einfach Vanilla Minecraft mit Städten, die sich dann auch halt bekriegen dürfen, und da müssen wir einfach mal schauen. Wir haben halt, wie gesagt, heute die Umfrage gestartet, wo jeder, der dran teilnimmt, einfach seine Ideen reinschreibt und dann kommt schon. Genau, und dann, weil uns ist es wichtig, dass das Projekt gut durchgeplant ist und dass jeder auch seine Ideen da einbringen kann. Ja, und das Projekt. Damit es auch für keinen langweilig wird. Wenn es startet, bis Weihnachten durch. Auf jeden Fall bis dahin. Und Weihnachten wird dann wahrscheinlich so ein kleines Überraschungsprojekt werden, denke ich mal. PvP-Projekt. Ja, aber was? Welches System? Gut. Einfach ein PvP-Projekt mit 40 Leuten auf jeden Fall. Ist schon mal, ja, so die Ansage. Und genau, und dann regeln wir zurzeit noch TTT, also da müsst ihr einfach mal abwarten, je nachdem wir sind schon in dieser TTT-Gemeinschaft, aber die Frage ist halt noch, wie die das alles machen wollen, da haben die uns noch nichts Näheres zu geschrieben. So, hier kommt, ich hole jetzt mal ein paar Sachen, weil wir haben 48 Gold. Und dann würde ich sagen, vernichten wir entweder Rot oder Grün, je nachdem, welche uns gerade mehr auf die Nerven gehen. Mann, Rot! Hört doch mal auf zu schießen! Okay, ich renne einfach mal durch. Ich hoffe, ich werde nicht abgeschossen. So. Ach so, zu uns. Ja, genau. Okay. Aua, Penner. Zu Rot renne ich jetzt nicht unbedingt. Deren Feuer auf uns. Ja, ist doch gut so. Ja, ist doch gut so, am besten werden die gar nicht. Okay, Kettenbrust Level 2 hat die da reingepackt, das heißt, wir können es direkt wieder gut ausrüsten. Ja, ich packe auch nochmal hier Rüstungssets rein, komplette, falls mal irgendwas kaputt gehen sollte. Ja, solche Schwerter müssen... So, jetzt sind es auch schon 52 Gold. 54, meine ich natürlich. Kannst du da auch in die normale Kiste legen am besten? Ja, aber ich wollte 1 bis 2 Sets. Ja, dann eins, weil sonst haut das die Truhe zu voll. Okay, eins. So. 3 Enderperlen liegen in der Kiste. Jo. Muss man halt überlegen, was man mit denen, wann man die einsetzen will. Jetzt gibt's Stärketränke. Nice. So, wie viel kosten die denn eigentlich? 7. 7 Gold. Das heißt schon mal... Gold, glaube ich. Nee, 7. 7. Jetzt auch 3 Stärketränke. Jo. Grüß doch Gott. Bitte mal schauen, wir... nur noch mal kurz zur Info. Wir wollen das Projekt so früh wie möglich starten, aber halt auch durchdacht. Genau. Also es... Wir versuchen es... Ja, ja. Aufnehmen. Genau. Und dann auch immer mit anderen. Ja, richtig. Damit auch einfach für euch, wenn wir mit anderen zocken, ist ja auch für euch viel mehr Unterhaltung drin, weil ihr kennt diese Leute nicht. Und vielleicht machen die echt coole Videos. Und wir verstehen uns untereinander auf jeden Fall jetzt schon, ein Projekt spielen wir erst zusammen und wir verstehen uns schon richtig gut. Es macht einfach Spaß, mit denen zu zocken. Weil es einfach alle denken so wie wir. Und alle sind mega korrekt. Genau, alle sind mega korrekt, was YouTuber eigentlich immer sind, finde ich. So, pass auf, der da oben, der will Beef. Ja. Der provoziert schon, weißt du, der will sich jetzt ganz hochbauen und wahrscheinlich nie wieder runterkommen. Er fällt einfach alleine runter. Okay. Jane, guck mal in die tolle Kiste. Hier, du kriegst eine Stärketrank.
Hier, Jane, da, bitteschön. Jane, so, dann kriegt Jane eine Enderperli. Du kannst ja auch eine nehmen, Flo. Ach, danke. Hier, Janie, du kriegst eine Enderperli. Ein wunderbares Stück aus meiner Schmiede. So. Ich habe natürlich Speedtränke vergessen, aber das macht ja gar nichts. Ja, Speedtränke sind nicht das Wichtigste. Ey, die tut ihren Stärketrank. Also, Jane, du kannst ihn doch trinken, das ist doch... Du bist doch eine Frau, du musst doch großen... Sehr gut, du hast ihn getrunken. Also, du hast ihn zumindest dabei. Jetzt trinken wir drum. Ja, so, also, ich habe auch... Komm, sollen wir rot oder grün machen? Grün ist natürlich... Grün ist richtig schwach, aber rot ist eine kleine Challenge. Sicher? Ja, lol, ich habe den getroffen. Ja, wir haben viele davon runter, aber... Die haben halt alle kein Gold, oder kaum. Ja. Der Vorteil. Das ist richtig. Die Frage ist natürlich, wir können uns halt mit Jane nicht so gut absprechen. Ich würde sagen, wir bevor wir die Enderperlen wagen, sammeln wir noch kurz ein bisschen Gold. Ja. Damit wir uns direkt danach wieder gut equippen können. Lol, der baut da so eine riesig alte Treppe bei Blau. Bauen die alles? Hier da einfach nur so ein... Guck mal, der Grüne, der will sich Ressourcen holen da. Lol, was macht der denn da, der Grüne bei Blau? Das meintest du? Nein, das ist ein Grüner. Lol, Blau ist ausgeschaltet. Alter, was zur Hölle macht der? Die bauen voll die Kunstwerke, lol. Aber sind halt auch voll scheiß dran. Richtig. Okay, die bauen da Leitern dran, alles klar. Nein, Jane, du hast die Enderperle geworfen! Nein! Hinterher, Flo! Trinken! Oh, ich hab's überlebt! Nein, da war ein Abgrund! Ich dachte, da wäre... Ja, die Jane baut das Bett ab! Oh, was bin ich für ein Idiot! Oh. Bett ist abgebaut! Bett ist abgebaut, alles cool. Flo, rüste dich aus und verteidige die Base. Falls die jetzt YOLO-MOLO machen. So, ein Roter vernichtet. Flo, der eine kommt in die Mitte, ich gehe zurück in die Mitte. So, von Rot sollte keine Gefahr mehr ausgehen. Ja, Grün hat jetzt die Mitte. Ja, die holen wir uns zurück natürlich. Das können wir uns natürlich nicht bieten lassen. Verdammt, die Frage... Nein, der hat einen Bogen! Oh, gerade zurück, aber ganz schnell. Der hat einen Bogen, woher hat er den Bogen? Ja, die hatten, am Anfang hatten die natürlich auch ein bisschen Gold. Oh, komm schon, runterschießen! Nein, nicht getroffen. Okay, jetzt renne ich zurück in die Mitte. Fuck, ich hab... Jane ist auch gestorben. Ernsthaft? Ja. Das ist natürlich uncool. Ich hab die Mitte wieder. Nice, ich komme. Der hat jetzt natürlich ein bisschen Gold bekommen, aber das macht ja gar nichts. Weil wir ein Team... zerstört haben. Da lebt nur noch einer, der ist ja ganz... Oh Mann. Der provoziert schon wieder Stress. Lebt da noch einer? Ja, der ist ganz oben. So, okay, Leute. Torm hat mal wieder ein Bett zerstört. So muss das. Okay, Jane. Alles. Okay, der ist rausgegangen. Nee, doch nicht. Nee, ich versuche ihn gerade abzuschießen. Aber der hat da eh keine Chance, das zu machen, weil der hat ja wahrscheinlich keinen Bogen. Runterspringen kann der auch schlecht. Baut der Idiot sich da so ein Haus oder so. Das habe ich mir schon gedacht. Problem. Ja, jetzt spielt Torben hier wieder den Menschenkenner. Nee, aber die hat gerade geschossen und dann einfach weggescrollt. Und dann habe ich doch, ich habe doch gesagt, oh nein, Jane, du hast die Enderperle geworfen. Und, egal, ist doch alles gut ausgegangen. Heilungstränke machen nichts. Ich habe sogar noch, ich habe nur 25 Sekunden Stärke noch. Hey, Junge, wir können grün raschen. Flo, behältst du? Ja, kann ich machen. Die haben nur einen da drin. Nein, behältst du hier die Mitte im Auge?
Pass auf, die da oben müssen abgelenkt werden. Lenk die ab. Die bauen schön ihre, Dann gerennt, rennt. Mach ich. Okay, ich sneake, weil ich gerade... nein, du hältst die Mitte und Jamie macht die Basis. Ja, und rüstet sich da aus. Sehr gut, lenkt die einfach weiter ab, genau. Ich muss mir hier gerade den Weg durchbahnen, weil die alles zugebaut haben, was natürlich auch klug ist. Ich glaube, die haben gerade einen zurückbeordert. Bin mir da aber nicht sicher. Alter, die hat wieder Heilung. Nein, die hat einen Bogen da, der hat einen Bogen, fuck. Hat der dich gesehen? Ja. Aber egal, ich hab den, glaube ich, den besseren Bogen. Und er ist tot! Ach, der Georg. Ich muss hier hoch. Da ist der Georg. Oh, Georg, so... Flo, du musst jetzt die aufhalten. Falls ich hier langkomme. Bett ist kaputt. So. Ah, ich liebe Bad Wars. Ja, ne? Alter, der... Oben baut sich weiter in irgendeine Kacke. So, einfach die Mitte weiterhalten. Pass auf, der Grüne kommt vom Grün übrigens. Flo! Achso, okay. Hier ist er. So, der Georg ist auch down. So, es lebt nur noch... Ah, der Rote. Rot wurde vernichtet. Sehr gut. Ein Kinder lebt noch. Der müsste bei Blau sein. Kommt. Jane! Nein, nur noch in die Lücke! Knall, heiß, Kürze, Decke. Sag ich jetzt mal aufgehalten hier. Oh, kotzt mich das jetzt an. Mach doch nichts, Flo, wir haben das Ding gewonnen. Ich habe 7 TNT-Scheiben und ich habe die gar nicht benutzt. Ja, wir hätten uns auch noch tausende machen können, so viel Bronze, wie es spawnt immer. So, das, Alter, ohne Witz, wir haben so lange kein Bad Wars mehr gespielt, aber einfach so eine geile Runde direkt am Start. Ja. Am Still. Vor allem auch mit einer guten Teampartnerin. Ja, oder Teampartner. Wir wollen da jetzt natürlich... Oh, die macht gerade den letzten. Ja, aber Jane ist ja eher... Ja, genau. Ja, ja. Oh, die macht gerade den letzten richtig OP, da mit meiner Hilfe und zack ist er weg. GG. 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 Geil, Jane. Geil, Jamie. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat die Runde genauso gefallen wie uns. Ja, ich würde sagen, ihr lasst eine positive Bewertung dafür sowas. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.